Und damit ein herzliches Willkommen zu Mario Kart 8. Und... ja, okay. Es ist lange her, als ich Mario Kart gespielt habe. Und ja, zum gegebenen Anlass, ich habe mir gedacht, hau ich mal ein paar Channel-News raus. Und ich hoffe mal, dass ich hier nicht so doll verkacke. Weil das letzte Mal, als ich Mario Kart gespielt habe, das ist schon... uff. Das ist bestimmt ein Jahr jetzt schon wieder her. Naja, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, mal ein kleines Channel-Update. Und zwar, jetzt ist ja viel passiert auf dem Kanal, die ganze Zeit über kam kein Update und... oh Gott, ich bin immer noch fasziniert vom Spiel, dass ich gerade Zweiter bin, das hat mich gerade sehr erstaunt. naja, auf jeden Fall... möchte ich erstmal hier, wie das jetzt weitergeht mit dem Kanal, möchte ich euch erzählen. Und zwar, ich habe eine schöne Tabelle hergerichtet, extra für euch. Und zwar kommen, ja, Rune Factory wird täglich kommen. Also ich möchte ein bisschen meinen Upload-Plan jetzt mit euch teilen. Vielen Dank auch Nesrina oder wie du auch immer du warst. Und ja, Rune Factory 4 Special wird immer noch täglich kommen. Es wird auch eine Zeit lang so gehen. Ja, solange ich damit Spaß habe und solange das Spiel auch geht und solange die Zuschauer wollen, werde ich es natürlich auch weitermachen. Aber das kommt natürlich täglich, weil sonst passiert halt da im Spiel. Sonst kommt man halt auch nicht voran. Ja, wie ihr schon bemerkt habt, kommt Trials of Mana jetzt alle 2 Tage. Das wechselt sich jetzt mit Digimon ab. Ja, Digimon kommt jetzt Dienstag, Donnerstag und Samstags. Und Trials of Mana kommt die anderen Tage. Natürlich kommt es dann Sonntag und Montag zweimal hintereinander, aber was soll's, ne? Was soll's. So, das war... das war erstmal der Upload-Plan. Ich denke mal, jetzt werde ich noch schneller... den ersten hole ich nicht ein, oder? Den ersten hole ich nicht ein. Oh Gott, ich muss vom Gas runter. Oh, ein Stern. Oh, den habe ich fast gekriegt. Oh. Okay, okay. Okay. Ja, okay. Gut, dann zum Rest gleich in den nächsten... im nächsten Match. Ja, gut. Erstmal Mario Kart seit einem Jahr, ne? Ich nehme das Ganze recht spät abends auf, weil ich bis eben noch Probleme mit meiner Elgato hatte. Ich brauchte da einen neuen Treiber. Seit lange mal wieder. Verdammt, ich habe gedacht, ich könnte es noch retten. Ah, der Donkey Kong Dschungel. Ja. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, jetzt wissen wir ja über die aktuelle Lage Bescheid, ne? Was steht in Zukunft an? Ja, was steht in Zukunft an? Das ist natürlich eine gute Frage. Ich habe so einiges vor mit euch. Natürlich wird... also Ende des Monats kommt natürlich hier... Also da müsst ihr... also Ende des Monats kommt Xenoblade Chronicles. Die Definitive Edition. Ich bin nicht so sicher, wie ich das aufziehen werde, das Let's Play. Ich habe eigentlich gedacht, dass es vielleicht eine Stunde, also ein Part eine Stunde geht. Wärt ihr dabei? Also wenn ich das aufnehme... aber eine Stunde... also da passiert eine Menge... also da wird schon eine Menge passieren. Aber... ich möchte halt gerne auch alles mit euch machen. Und nicht durch die Story rushen. Also da frage ich euch jetzt. Eine Stunde ist natürlich ziemlich lang, ne? Wie es am besten wäre. Halbe Stunde, Stunde. Also ich würde sagen, eine Stunde muss schon sein, damit was passiert. Allerdings weiß ich natürlich erfahrungsgemäß, halbe Stunde ist natürlich... besser genießbar, ne? Besser portionierbar. Und ja. Ja. Das ist das Erste, was ich geplant habe. Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Wie ich es genau aufziehe, weiß ich es nicht. Ich habe Bock, da wirklich eine Stunde zu machen. Aber das lasse ich euch entscheiden. Stunde, halbe Stunde. Weniger, nee. Mm-mm. Also, das nicht. Oh mein Gott, das... ja, was kommt noch? Das ist gleich schon das Ding zu Ende.
Und ich habe nicht mal die Projekte angesprochen, was noch in Zukunft kommt, ne? Ich denke mal, jetzt lohnt es sich hier nicht so wirklich, ne? Jetzt noch das andere anzusprechen, wirklich da vom Ziel. Na, krieg ich noch was Geiles? Ja, krieg noch ein... Ah, es könnte noch was werden. Nee, ich glaube nicht, nee. Nee. Schade. Schade! Das war natürlich nicht alles, was ich geplant habe. Ich habe noch viel mehr geplant, also... Xenoblade ist nicht das Einzige. Jetzt habe ich da ein ganzes Rennen drüber geredet. Nee, ich habe gedacht, dass ich einmal die Woche ein Video mache. Einfach mal der Abwechslungskeit halber, einfach mal ein anderes Video. Wo ich einfach mal was anderes zocken kann, was halt schnell gemacht ist, ne? Also, ich habe schon ein paar Sachen in Planung. Aber, ja, mal gucken. Einfach spontan so Kleinigkeiten, die man gut zocken kann. Ob nur eine Runde Mario Kart mit euch oder Splatoon mal vielleicht eventuell. Oder was anderes halt. Ich denke mal, könnt ihr einfach der Abwechslungskeit halber. Das ist eigentlich, denke ich mal, was mache ich denn da? Eine gute Option, weil so lange JRPGs gehen natürlich ein bisschen gehen ein bisschen lange und auf dem Kanal kommt halt sonst eine lange Zeit nichts. Digimon wird noch lange Zeit weitergehen. Der fährt auch besoffen, ne? Ja, Digimon wird eine sehr lange Zeit weitergehen. Das ist noch lange nicht zu Ende. Aber ja, wir haben schon das anschließende Projekt geplant. Und zwar wird das eine Gold und... nicht eine Gold. Eine Pokémon Rubin und Saphir Randomizer Nuzlocke Challenge. Ja, das wird es. Und ich hoffe, es wird eine gute. Ich hoffe einfach mal, das wird eine gute. Ich fahr selber besoffen. Aber immerhin Zweiter geworden. Ja, das kommt nach Digimon. Wird mit den guten Train zusammen. Abwechselnd auf unsere beiden Kanäle. Ja, wie auch zuvor Pokémon Feuerrot und Blattgrün, glaube ich, war das. Und natürlich geht es auch irgendwann mit der Huan-Timeline weiter, nachdem wir auch Ocarina of Time, Zelda 1, The Minish Cap und Zelda 2 chronologisch durchgespielt haben. Geht es natürlich auch irgendwann mit der Huan-Timeline weiter. Wir sind halt auch am überlegen, was wir genau machen als nächstes. Schauen wir mal. Naja, auf jeden Fall wegen der Abwechslungskeit, jetzt habe ich nichts gekriegt. Wegen der Abwechslungskeit halber ein bisschen was anderes. Jetzt zum Beispiel Mario Kart mit der Channel News. Dann nächste Woche mal was. Mal gucken. Ich habe da so einiges rausgesucht, worauf ich Bock habe. Und ja. Dann wollte ich nochmal ansprechen hier Pokécross, ne? Es mögen einige vielleicht sagen, hey, Pokécross, warum, was läuft da? Wieso machst du so viel und Pokécross? Ich habe gedacht, ich bin immer noch am Schreiben von Pokécross, so ist das nicht. Allerdings, ich brauche da ein bisschen die Abwechslung. Weil, wenn ich da, ich brauche da auch eine Ablenkung, wenn ich ganz am Schreiben bin und jeden Tag dasselbe schneide, fehlt mir so ein bisschen was. Müsst ihr wissen. Deswegen habe ich gedacht, hey komm, mach ich mal ein bisschen Abwechslung rein in den Kanal, sodass ich auch mal Spaß beim Schneiden habe. Und auch, ja. Einfach mal aus Spaß heraus was machen kann, ne? Nochmal. Also nicht, dass wir in einem Projekt nicht Spaß bringen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ein bisschen Abwechslung reinbringen, auch für mich zum beim Schneiden. Und ja, dementsprechend Pokécross wird weitergehen. Mache ich aber auch nur, wenn ich da Lust drauf habe. Ne? Also, so ist das nicht. Also, ich zwinge mich jetzt nicht zum Schreiben. Wenn ich mich zwingen würde, wäre es wahrscheinlich schon längst fertig, war. Aber. Verdammt, jetzt habe ich den Panzer weggeschmissen. Ich hätte die Chance, Erster zu sein. Ja, wobei, der ist zu weit.
Ja. Nein, das war die Channel News eigentlich an sich. Es gab nicht so viel zu bereden. Ihr habt alles gehört, was ich zu sagen habe, aber ein Rennen mache ich noch. Ein Rennen mache ich noch. Und da ist mir gerade noch ein Thema eingefallen, was ich auch mal bringen kann. Jetzt abseits mal von den regulären Let's Play Parts. Und zwar möchte ich mich bei euch für eure Beteiligung an diesem Kanal bedanken. Und zwar an die ganzen Kommentarschreiber, an die Leute, die einen Daumen nach oben geben und überhaupt meine Videos angucken. Ich meine, das ist natürlich nicht selbstverständlich, ne? Muss man auch schon sagen. Cool. Alle haben mich überholt jetzt. Alle, die hier mitmachen. Der eine ist so doof und fällt runter. Ja. Ja, ist das sowas? Ist natürlich nicht selbstverständlich. Und, oh Gott. Dementsprechend einfach mal ein großes Danke dafür. Also, was Kommentare angeht, ich komme natürlich nicht immer selbst so viel zum Beantworten. So viel, wie er schreibt. Und manchmal schreibt er ja richtige Klötze. Aber natürlich, über Tag ist es natürlich ein bisschen schwierig für mich zum Antworten. Nice. Weil ich halt auch nicht jederzeit kann, ne? Also, falls es mal ein bisschen länger dauert, müsst ihr mich entschuldigen. Auf jeden Fall bin ich gerade Erster. Nice. Hoffentlich, das kann ich halten. Aber gut, ist 100 CTM, ne? Ja. Vielen Dank auf jeden Fall für die rege Teilnahme an den Kanal. Es hilft natürlich sehr, wenn ihr kommentiert. Und ich meine, jetzt zum Beispiel Rune Factory. Da schreibt mir so viele Tipps. Da bin ich manchmal selber ein bisschen überfordert, was das angeht. Aber so ist das, ne? So ist das. Man selber ist beim Spielen ja ein bisschen blind, ne? Was das angeht. Aber ja. Es bringt auf jeden Fall momentan sehr viel Spaß, Let's Plays zu machen. Weil ich halt weiß, dass die geguckt werden von euch. Und ich dementsprechend, ja. Habe ich einfach mehr Spaß dran. Ich meine, wenn das keiner guckt, kann ich natürlich auch selber für mich datteln, ne? Privat, ne? Aber. Naja, kann ich auch mal sagen, was ich gerade privat spiele. Ich komme nicht hinterher, was zu spielen eigentlich. Ich bin immer noch an Final Fantasy VII Remake dran. Und ich zocke auch immer noch Dragon Ball Z Kakarot. Und ich komme bei beiden einfach nicht hinterher. Oh, kommt Blue Hour Pilz. Bei Dragon Ball Kakarot bin ich in der Buu-Saga und bei Final Fantasy VII Remake irgendwo dazwischen. Also mitten, also ich 10 Stunden oder na, ein bisschen mehr schon gespielt, aber irgendwo dazwischen. Aber gut. Das war's soweit für das heutige Video. Also für das heutige News-Format. Nochmal vielen Dank an alle, die wegen Kommentar und so. Ihr wisst Bescheid und wir sehen uns dann hoffentlich in einem Let's Play-Part wieder. Bis dann. Tschüss.